Es ist kalt geworden in Deutschland, dafür ist es wieder Zeit für einen World of Warcraft Pulli. Und es ist noch ein wenig Zeit zu leveln, da mein Account noch ein wenig läuft. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und es ist noch ein wenig Zeit, bis das neue Add-on startet. Dragonflight ja für Ende des Jahres angekündigt. Wann genau? Wir gucken mal, ja, das entscheidet Blizzard noch. Aktuell versuchen sie ja viele zu Wrath of the Lich King Classic zu bringen und da wäre es jetzt ja kontraproduktiv, wenn sie ein neues Add-on für WoW Haupt, also, oder wie sagen sie, futuristisches oder aktuelles, wie auch immer, ankündigen mit Release-Day, dann würden die Leute sagen, ah, dann warte ich. Ne? Und so, ach ja, das kommt irgendwann. Ne? Deswegen habe ich aber noch einen Account laufen. 11 Tage noch. Steht da. Im Battle.net. Und das nutze ich. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte noch ein paar Charaktere auf Level 50 boosten. Dass ich sie dann Zeiten auf Level 60 boosten kann. Hat die gleiche Frisur bekommen? Nur er hat eine andere. Oder? Ich glaube, ja. Ja, Blutelfen spiele ich sehr gerne. Priesterin habe ich sehr gerne gespielt. Das ist meine Priesterin. Und die dümpelte bei 45 rum. Die hat es also offensichtlich auch nie auf Max-Level geschafft. Nicht Shadowlands, sondern Legion. Hieß es einfach Legion. Und jetzt gilt es zu überlegen, was machen wir. Ja. Mache ich hier noch ein paar Quests, weil ich es kann? Also ich werde keine Innis mehr durchkloppen. Das können wir mal abbrechen. Ich werde keine alten Innis mehr machen. Das ist, ja, im Hochberg gibt es noch eine Mission. Aber das ist alles bis 45, ne? 10 bis 45. Wir sind... Ah, wartet. Ich muss das hier einblenden lassen. Ich habe es... Oh, ja. Moment. Hallo Noob Angel, schön, dass du reinschaust. Hallo. So, und Traum der Seele. Ein Monat, was ist ein Monat schon wieder rum? Danke für dein Resub im 16. Monat. Freut mich. Aber, Herr Lehrer. Herr Lehrer? Soll ich dir was beibringen? Ich habe mich mal auf der Arbeit gefragt, nachdem ich mit einem Azubi etwas wohl sehr gut erklärt haben sollte. Und dann meinte eine ehemalige Arbeitskollegin dann, oh, du bist voll gut im Erklären, warum bist du kein Lehrer geworden? Und meine Antwort war, weil ich schon so aussehe. Haben sie alle gelacht? Und das war's. So, mein Handy vibriert, gute Frage vielleicht. Okay. Gut. Ich war damals noch Höchstlevel, dann kam der Level, ja ich weiß, aber da kam der Levelsquish, deswegen jetzt 45. War es damals Höchstlevel? Hatte die doch Maxlevel? Kann das sein? Also es war damals, war nicht 120 das Maximal, dann hatten sie halbiert auf 60? Ach, was weiß ich. Oder auf 55? Oder ach... Also, ja, sie haben es auf jeden Fall irgendwann halbiert. Das kann sein, ne? Auf jeden Fall, ich mache hier, glaube ich, nichts mehr. Also, ich gehe jetzt komplett zu... bringe ich die Addons durcheinander. Wie heißt das? Mit G. Verdammt. Helft mir. Du bist im Lurk. Ja, Traumseel, ich weiß. Danke für den Lurk. Battle for Azeroth. Wie komme ich auf G? Genau, Battle for Azeroth. Wir festen irgendwo Battle for Azeroth. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Ja, das ist, machen wir echt am schnellsten. Deswegen, ich mache auch hier im Hochberg. Da mache ich das mal alles weg. Das mache ich nicht mehr. Festung der Stimme. Ich schmeiß hier alles raus. Bringt. Warum das? Wir sollen was nach Shadrath bringen. Da musste ich das doch dabei haben. Bringt die tiefgrüne Sphäre nach Shadrath. Wenn ich nach Shadrath gehe, habe ich da was zum Angucken? Wartet mal hier. Ja?
Shuttered. Was, Shuttered ist da oben? Hab mir nichts mehr abgeben. Bin ich jetzt total bekloppt? Okay. Okay, wir schmeißen erstmal die restlichen Quests hier raus. Die wir nicht brauchen. Hier, da. Ja, Vagus war. Legion war kein schlechtes Addon. Meistens hapert es bei mir beim Endgame. Ja, aber deswegen macht das Spiel ja nicht schlecht. Oder das Addon ja nicht schlecht. So, was haben wir noch? Da haben wir noch eine Quest. Nee, ich mach das alles nicht mehr. Wie zu. Oh, Moment, wartet. Überlegen. Zack. Sonst nervt mich das. So, Sturmheim. Da haben wir auch noch eine Quest. Abbruch, weg damit. Surama. Wenn ich jetzt Surama nochmal levele, dann. Oder queste, dann halt generell mit. Mit meinem Mage. Wenn ich da noch Dinge freischalten will. Hä? Moment. Zurück ins Körbchen, ja. Abbruch. Ja, den Charakter gilt's jetzt halt vorzubereiten. Aber deswegen wird kein Anime mehr gezockt, ich verstehe. Doch. Also, was heißt doch? Ich wollte schon sagen, Hashtag nicht mehr mein Anno. Also, ich weiß nicht, ob du die Entwicklung bei Anno 1800 mitbekommen hast, aber ich finde jetzt, ich meine, ich muss nicht jedes DLC zocken. Es ist mir freigestellt, welches DLC ich zocke und welches DLC ich aktiviere im Endeffekt, ja. Aber ich finde, sie haben es endkrass übertrieben. Jetzt, also, ich hätte mir mehr Schiffe gewünscht. Noch ein, zwei, drei mehr Schiffstypen hätte ich mir gewünscht bei Anno 1800. Und was geben sie mir? Sie geben mir krasse Luftschiffe, die alle anderen Schiffe quasi obsolet machen. No? Ich weiß nicht, ob ich. Also ich wollte nicht, dass das Spiel sich in ein Luftschiffspiel entwickelt. Das ist aber, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich habe den, ich habe einen Kräuterkunden, der. Egal. Ich habe es ja schon gekauft. Also wir gehen hier, ich will jetzt mal wissen, wir gehen jetzt mal. Wir gehen jetzt mal nach Shuttered. So. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein Portal. Weiß ich nicht. Ich nehme ja auch gar keine Quests mehr an. Ist es so? So Ausrufezeichen triggert mich. Ah, kann ich noch eine Quest machen? Nee. Also ich fand das mit den Klassenhallen hier, fand ich geil. Ich finde das schade, dass das nicht mehr so ist. Muss ich wirklich sagen. Ich finde das schade, dass es das nicht mehr gibt. Das fand ich echt stylisch, dass man so... Hatte vielleicht auch so ein bisschen was von den Häusern, von den Gemeinschaftsräumen von Harry Potter. Vielleicht da auch ein bisschen inspiriert von so, ah, jede Klasse hat seine eigene Halle. Oder kann man dann für sich sein, etc. oder so. Fand ich grundsätzlich nicht verkehrt. Gibt's leider nicht mehr, ja. Kommt vielleicht irgendwann wieder in 3 der 4 Addons. Ja, also, ich meine, Anno 1800 hört nie auf, ne, ist klar. Anno 1800 ist ein... Was ist das? Warum darf ich da nicht hin? Ach, weil da die... Weil das eine andere Halle ist. Der Sieg ist nahe. Okay. Und hier wahrscheinlich auch. Nö, hier darf ich hin. Was ist das? Neverlicht-Tempel. Ja, da komme ich doch her. Ja, gut. Also Anno 1800 hört nie auf. Es ist ein ständiger Optimierungswahn. Und das ist das Schöne an Anno. Ja, um Himmels Willen. Ich spiele es ja sehr gerne. Aber ich habe halt aktuell das Gefühl... Also erstmal, wenn ich mir den Spielstand nach... nach einer gewissen Pause wieder anpasse, brauche ich erstmal so 2 Stunden, bis ich drin bin. Wieder. Und, ich suche das Portal. Warte mal, ist nicht das Portal nach Orima? Doch. Und wenn ich dann wieder drin bin, dann... Ah, was wollte ich nochmal optimieren? Was wollte ich nochmal verbessern? Was fehlt nochmal? Bla und blub. Und dann ist auch meistens noch ein neues DLC. Es kommt hinzu, dass das letzte DLC die neue Welt komplett umbaut. Und ja, sie wollen mich jetzt... Was ist denn? Jo.
die komplette Welt umbaut. Die komplette neue Welt kann ich umbauen. Und da liegt so ein bisschen auch der Hase im Pfeffer. Wartet mal, ich will das hier ausblenden. Da. Ich muss nochmal kurz ausloggen. Das kann ich hier problemlos. Weil wir brauchen jetzt noch das eine Add-on, dass wir die Erfahrung sehen. Das war der Eingang der Paladin-Halle. Ja, ich dachte es mir schon. Danke. Ich habe alles überlegt. Sind das die Blutritter? Blutritter? Was sind Blutritter? Nein. Ich bin im Kopf nicht auf Paladin gekommen. Ich habe, glaube ich, nicht ein... Doch, ich habe hier... Gwenliana. Wie kam ich auf den Namen? Offensichtlich habe ich einen Paladin. Stufe 17. Nee. Weiß nicht, Paladin ist so... Ja, nicht verkehrt, aber habe ich mich doch nie... Ich glaube, 30 war mein höchster. Level 30. Also Addons. Und zwar für Mitsune. Das ist sie hier. Und sie braucht Brooker... XP-Bar. Da ich auch sehe, wie viel Erfahrung ich noch brauche. Ja, und also ich müsste im Prinzip alle Inseln der neuen Welt umbauen. Also ich müsste nochmal von vorne anfangen und dann schreit sofort Mojito, ich bin dabei. Und ich kann aber nicht nochmal von vorne anfangen. Ich habe so viele Stunden Ahnung, ich kann nicht nochmal von vorne. Ich kann es einfach nicht. Und ich müsste aber, weil ich kann die Inseln der neuen Welt nicht umbauen mit dieser Hacienda. Das ist, da müsste ich dann entweder Krieg anfangen. Und müsste dann Inseln freibomben, dass ich dann da neu aufbaue. Also ich kann das nicht alles abreißen und dann neu aufbauen in der Zeit. Das ist zu viel Arbeit. Deswegen, also, ja. So, wen soll ich denn jetzt fragen? Vielleicht weiß Adal in Shadrat mehr über diesen Gegenstand. Das klingt mir dann nach einer Klassik-Quest, weil ich kriege mir angezeigt, wo ich hin muss. Müsst euch nähern. Der Wiederaufbau schreitet. Also, wo ist dieser irgendwas? Muss ich Google anschmeißen? Dann suche ich mich tot. Magielehrerin. Da sitzt jemand auf Karum. Stufe 1. Ich krieg ja nicht mehr angezeigt, wo der ist. Es ist doch... Vor allem, war ich mir der noch nie in Shadrat? Das kann nicht sein. Ich habe doch Stadtgebiet gemacht. Das habe ich gemacht und dann? Das ist offensichtlich aufgedeckt. Ich mache doch immer. Immer mit jedem Char. Immer sagen, weil darf ich gar nicht anklicken. Warum das nicht? Irgendwas spackt hier. Alter, das ist der immer sagen, weil das passt schon. Das passt schon. Ich kann nicht tiefer rein. Ich habe das nicht gemacht. Das kann nicht sein. Stimmt, ich bin in Silbermond und nicht in Shadrat. Du hast vollkommen recht. Noob Angel, du hast vollkommen recht. Ich bin ja total nicht bei der Spur heute. Shadrat ist doch in der Scherbenwelt. Wie kam ich denn jetzt auf Silbermond? Wieso habe ich denn Shadrat gelesen und Silbermond gedacht? Wieso kriege ich ihn hier auch nicht angezeigt? Oder ist er das? Wenn ich euch nicht hätte, ich hätte jetzt noch ein bisschen gesucht hier. Aber ich war auch nie in Shadrat. Gibt es ein Portal nach Shadrat? Da muss ich da jetzt hinfliegen. Nehmen wir den neuen Drachen. Den ich so nervig freigeschaltet habe. Im Nachhinein war es echt nervig. Aber es wundert mich total. Nee, alles gut, Noob Angel. Alles, was mir Zeit erspart, weil ich doof bin, ist kein Exit Gaming. Wartet mal, habe ich hier nicht gerade... Da ist Silbermond, da wollen wir nicht hin. Zuna, da geht's... Wo geht's da hin? Ah ja, ich weiß, wo es da hingeht. So weit sind wir noch nicht. Azuna, Zandalari, Jadewald, Dalaran. Das zu?
Stimmt, es gab noch welche unten, ne? Schreib's gerade, ja. Höhlen der Zeit, Kriegsspeer, Stadtrat. Und da ist noch Platz. Also, sie haben schon so programmiert, dass wenn sie ein paar Portale umschufteln. Ich kriege einen Punkt angezeigt. Ist diese Flamme? Nein. Kann ich hier fliegen? Ach, der war da. Bin blind. Ich glaube, ich sollte aufhören. Ich sehe die Leute schon nicht mehr. Ja, aber der hat einfach nur einen Quest für mich. Das ist das aber nicht. Deine Mitte. Na komm, ich stehe doch schon in dir drin. Ja, die habe ich nicht. Ja, wunderbar. Das haben wir fast gedacht. Ja, dann schmeiß weg die Scheiße. Abbruch. So. Zurück nach Orgrimma. Sturmwind wird nix. So, wie sieht das aus? Ich könnte eigentlich jetzt schon anfangen, Scheiße wegzuschmeißen und zu verkaufen. Aber wir haben genügend Taschenplätze, wir können es auch einfach spielen. Fertig. Oh, muss ich jetzt nochmal diese scheiß Prä-Quest machen? Muss ich sie jetzt ein drittes Mal machen? Ich glaube ja, ne? Aber was bin ich denn gerade geskillt? Das sieht mir verdammt nach Holy aus. Okay, habe ich irgendwo Shadow? Ich habe da bestimmt irgendwo eine Shadow-Skillung. Habe ich noch so ein Member-Ding, wo wir da Member suchen? Bauchstelle, Mobile Banking. Habe ich irgendwo einen Knopf? Du kannst doch klicken. Echt jetzt? Dann wird das übersprungen, hätte ich es mit meinem Krieger gar nicht machen müssen. Weil es gab auch irgendwie sau wenig Erfahrung, ne? Weil dann versuche ich das jetzt zu überspringen, weil das nervt. Wo muss ich denn jetzt hin? In der Botschaft erstmal. Ja. Ja, dunkel war's. Aber ich muss auch irgendwie auf Shadow wechseln, wartet mal. Gab's keinen Knopf, den man sich belegen konnte und dann auf die Skillung wechselt? Ich glaub nicht. Ja, ich werde auch hinfliegen, aber ich will gerade... Warum Erbstücke? Was ist denn... Achso, naja. So, ich will... Blabla, nein, das Buch. So, Heilig, Disziplin, Schatten. So. Danke. So. Das sieht schon mal ein kleines bisschen besser aus. Warum geht mein... Ich habe so ein schönes Makro. Ach, Talentpunkte muss ich jetzt vergeben. Fuck it. Müssen wir mal kurz gucken. Gedankenstart verursacht 10% mehr Schaden. Was ist das? Wenn ein Zehner von 7 Sekunden stirbt. Boah, gute Frage. Nachdem man 10 Sekunden überlebt hat. Ich würde sagen, das erste. So, ich werde eh nochmal. Also, es ist ja eh nur zum Leveln. Da muss es ja nicht 100% sein. Macht Volt Shit, erhöhen Begegnungsgeschwindigkeit. Das ist eure Ablenkzeit und Vampirumarmung. Boah.
zweite, hätte ich gesagt. Was steht denn hier rum? Das ist ein Priester? Ach, das ist ein Mount und der sitzt oben drauf. Oh. Ich denke, sag mal, was ist das für ein Viech? Es gibt ja wirklich die beklopptesten Reittiere mittlerweile. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Wieso dreht er mir jetzt die Verbündeten-Quests an? Mir aus. Ja, also ich brauche keine weiteren Orks. Die Nachtgeborenen wären noch ganz geil freizuschalten. Die weitere Trolle und Trau und Volpera habe ich ja schon. Zögert nicht, handelt. Gut, holen wir uns jetzt diese weitere Quest. Was haben wir hier noch im Angebot? Zielt Schaden zufügen, das weniger über. Ich habe auf jeden Fall schon ein angepasstes Makro gleich. Das müssen wir gleich mal tauschen. Letztes Wort. Verringert die Abwesenheit von Stille. Ach Quatsch. Gedankenbombe. Okay. Passiv. Nimm mal das hier. Vampirberührung belegt das Ziel. Das klingt ganz witzig. So, was haben wir noch? Klingt auch witzig. Schattengeschoss. Habe ich mir Bock drauf. Belegt das auch mit Schatten, mit Schmerz. Einen Geistbeuger. Okay. Ich glaube, sowas klingt ganz witzig. Haben wir jetzt hier eine. Kommt nicht so wie. Wieso ist die Schattengestalt an der Stelle? Weil das die Haltungsleiste ist. Wir packen sie mal hier hin. Für den Moment. Die Makrotaste, genau. Also, warte mal, wir haben hier. Lasst mich lügen, wo war das? Das war nicht hier. So extra Abteilung. Makros. Ja, da habe ich verschiedene Sachen. Das ist, glaube ich, mein aktuelles Ding. Ob das geht. Das geht, ja. Das hat mit Alas Asche. Das hat eher mein Feuermage-Mount. Das Ding ist halt, das geht halt auch immer nicht so ganz geil wegen der Abfrage, weil einige Gebiete anders heißen, also die werden anders abgefragt. Der fragt, glaube ich, bei dem Makro Flyable ab oder so. Oder was hat der hier? Glaube ich sogar noch mehr. Alas Aschesteller, Brauner Broadcast, Disc Mount. Genau, Cast Mod Flyable, Indoors, Flyable, Non-Flyable. Aber es gibt Dinge, da passt das nicht. Das weiß ich. So, können wir jetzt hier schon annehmen. Ich höre euch, Mann. Kommt wieder, wenn ihr meine Hilfe braucht. Das ist dann draußen. Ich stelle mich aber heute dran, oder? Da haben wir was. Genau. Battle for Azeroth. So, das kann ich überspringen, ja? Ich hoffe.
Ich brauche jemanden, dem ich uneingeschränkt vertrauen kann. Die Horde gewinnt diesen Krieg nur mit Verbündeten. Eine starke triatalische Pause. Okay, ich nutze mal einen Kugelkurz, ob ich das überspringen kann. Triatalische Pause. Battle for... Der kleine König hat etwas, das ihm nicht gehört. Ich will es zurück. Ihr müsst Sturmwind infiltrieren und einen politischen Gefangenen befreien, der den Verlauf des Krieges entscheiden könnte. Zu unseren Gunsten. Seid ja, wie? Ihr der Aufgabe gewachsen? Wir enttäuschen euch nicht, meine Königin. Oh, davon bin ich überzeugt. Ich habe schon einen Trupp für euch zusammengestellt. Holt mir meine Beute. Ja, das ist jetzt die Allianzseite. Das hilft mir nicht. Blablabla, wird sich schlafen. Blablabla. Okay, das kann ich wahrscheinlich nicht überspringen. Das danach kann ich überspringen. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal noch übersprungen. Wir haben nämlich nicht diese ganze Schiffsfahrt gemacht und so. Die habe ich, glaube ich, mit meinem Magier gemacht. Das kann mich dunkel erinnern. Grüße. Hey, Mann. Gut, alle sind hier. Raus damit. Ich habe einen Trank für jeden von euch, aber trinkt ihn noch nicht gleich. Nehmt den Trank. Achso, nehmen, erstmal nicht trinken. Lasst uns aufbrechen. Allem auf Greifen. Aber gut, wir sollen ja nicht erkannt werden, ne? Gut programmiert, Blizzard. Hört gut zu. In Sturmwind sind wir voneinander abgeschnitten. Ihr dringt mit Talisra und Rokan ins Verlies ein und befreit die Gefangenen. Unsere Späher haben einen geheimen Eingang entdeckt. Ich decke mit den Tauren euren Rückzug. Sollte die Situation ausweglos sein, nehmt, was ich euch gegeben habe. Es ermöglicht einen schnellen Tod. Das sind eine tolle Aussichten. Wenn ihr die Gefangenen befreit habt, bringt sie zu diesem Schiff dort unten. Kann mal gucken, ob ich jetzt mein Handy updaten darf. Wahrscheinlich immer noch nicht. Wahrscheinlich dieses Leben nicht mehr. Ich werde euch finden. Viel Glück. Ja. Noch 25 Minuten am Arsch. Der sagt seit 2 Stunden. Noch 2 Stunden. Ah ja, da.
Jetzt wird's lustig. Wie lange habe ich keinen Priester mehr gespielt? Die siebte Legion ist hier. Wen immer wir rausholen, die Menschen lassen's echt nicht drauf ankommen. Ich gehe vor und spüre die Gefangenen auf. Gebt mir Deckung. Wir werden sie ablenken. Seid vorsichtig. Oh Gott, ich habe irgendein Makro laufen, das mir sagt, dass ich Akro habe. Irgendein Addon laufen. Das muss ich ganz schnell deaktivieren. Ein Tag nach dem Ich weiß aber nicht, welches das ist. Weil ich werde jetzt verdammt oft Akro kriegen. Uff. Okay, wir müssen erstmal ein paar Gegner hier platt machen. Wir machen hier mal die zwei noch weg. Ich kann ja auch nicht so ohne weiteres ausloggen, das ist halt das Ding. Ja. Das war halt als Heiler, habe ich den gespielt. Da war das ganz interessant zu wissen, wenn man Aggro hat. Ja. Jetzt ist das natürlich Quatsch, wenn ich am Leveln bin. Addons. Ich glaube nicht, dass es so ein Addon gibt, das einfach nur Aggro anzeigt. Aber das hat irgendwas mitgemacht. Sexy Map. Oder dass die auf die Idee gekommen sind, auf das so zu nennen. Wir brauchen einen Namen für eine Map. Sexy Map. Ich glaube, es ist Weak Auras. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Oder es ist Voodoo. Ich glaube, es ist Voodoo. Ich glaube, es ist wirklich Voodoo. Z-Per... Nein. Ja. Oder das, also Deadly Boss... Nein, Deadly Boss Mods ist es nicht. Deadly Boss Mods ist es nicht. Es ist auch nicht World Quest. Es ist entweder Weak Auras oder Voodoo. Ich glaube, es war Voodoo. Ich glaube nicht, dass Weak Auras war. Genau, mach doch schon mal ein bisschen was tot hier. Laber nicht, lauf! Es spielt doch keine Rolle. Nach allem, was sie getan hat, kehre ich niemals zu ihr. Das ist vor allem eine große Zelle. Vergesst niemals den Unterschied zwischen Loyalität und Ehre. Und betet, dass ihr niemals wählen müsst. Ihr kommt nicht mit uns. Wir wissen beide, ihr seid nicht wegen mir hier. Die, die ihr sucht, findet ihr am Ende des Gangs. Ich verstehe. Ihr seid euch sicher, Hochfürst? Komm, Champion, hier lang. Loktar. Ja, es war Voodoo, wie ich schon sagte. Kann man die Bombe da schmeißen? Wo ist denn diese Gestalt eigentlich? Der Nachtbrunnen
krass, die zeigen ja mittlerweile hier oben an. Ja, wie lange habe ich darauf nicht mehr geachtet? Mann, die schießen und so. Ist von immer bei dem Z-Pearl so? Hier rein, oder was? Da kommt unsere okay, also, Addon. Ich brauche jetzt eigentlich auch kein Vigauras, aber ich würde gern bei Voodoo, würde ich das Ganze gerne einstellen. Hier. Tools. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Ja. Falsch. Ich möchte gern verwerfen, ja. Also, aber wenn es da keine Einstellung gibt, dann ist es das vielleicht nicht. Ist das bei WoW der Fall? Ist das vielleicht bei Standard WoW? Oder bei SCADA? Ist es bei SCADA? Hier, da haben wir noch Aggro. Ja, gut, das ist jetzt hier nur gerade hier. Konfigurieren, hier. Nee, ich hab nur ein Fenster, das so heißt, und das soll mir dann anzeigen, wer Aggro hat. Das ist alles. Gute Frage. Bedrohung, vielleicht hier. Bedrohungswarnung? Das ist jetzt. Also ich gucke nochmal in die Standardeinstellungen. Interface, vielleicht sowas bei Bedrohung warnen oder so. Google mal, komm, das geht doch am schnellsten. Aggro, WoW, Mitte. So, Aggro, ah, da. So. Ob nicht vom Standard-UI. X-Pearl ist es. Okay. Also X-Pearl, was dann in Z-Pearl umbenannt wurde oder von dem anderen weitergeführt wird. Und hier haben wir jetzt, zurück zum Spiel, wartet mal. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Helfer. Boah. Irgendwo gibt's das. Healer. Monitor ist falsch. Helfer ist auch Farben, bei Farben sowieso nicht. Alle? Ja, aber das muss doch irgendwo stehen. Hier bei X-Pearl, hab's ja auch aktiviert. Kannst aber gern verschieben, wenn du willst. So, aber wo? Das ist der Pfeil für die Aggro-Anzeigen. Kannst du verschieben? Ja, das geht gar nicht um Verschieben. Mir geht einfach nur darum, wie ich das ausschalte. Einmal hier. Heilermodus. Kann aber allgemein sein dann. Bin blind. Da. Nee. Okay.
Okay, also Z-Pearl Makro. Wieso sucht er jetzt bei Amazon? Das ist ein Witz. Irgendeinem Grund. Google. Z-Pearl Agro Warning hier. Agro in the middle of the screen. Wie schalte ich das Ding aus? Kommt. Option Default, Option of X-Pearl. Helper. Agro Warning. Hier oder was? Wir versuchen es. Wir versuchen es. Danke. Mein Prophet sagt mir, ihr seid auf uns. Achso. Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Wir sind hier auf Geheiß der Horde. Ich bin Talisra und das ist Rokan. Vorstellungen machen wir später. Regelt alles ab! Das ist echt fieser Voodoo. Talisra? Ein Nullifikationsfeld. Ich kann nicht zaubern. Grüße. Mir nach, los. Wir müssen hier weg. Wie kommen wir raus? Hier lang. Das wäre ein Fehler. Wir müssen in die andere Richtung. Wehe, das stimmt nicht. Jetzt habe ich halt so viele Gegner, jetzt weiß ich nicht, ob das passt mit dem Akku, ob das weg ist. Scheint weg zu sein, ja. Okay. Bin noch nicht ganz so drin im Shadow. Wird noch ein bisschen dauern. Es geht ja nur zum, um damit ein bisschen zu leveln. Ich glaube, deswegen habe ich mir auch immer so schwer getan beim Heiler-Leveln, weil ich eigentlich heilen wollte. Und nicht Schaden machen. Klar, ich könnte mit Indies leveln, aber... Oder mir eine Gruppe suchen, mit denen dann questen, aber... Will ich ja auch nicht, ne? Hier riecht's nicht angenehm. Wo führt der hin? Überall wachen. Was kann ich für euch tun, was anderes? Bleibt zusammen, Wind. Ich kann uns versteckt halten, solange keiner Dummheiten macht. Gib das Signal, Champion.
hergehört, Bürger von Sturmwind! Infiltratoren der Horde sind ins Verlies vorgedrungen. Zivilisten sollten in ihren Häusern bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Auf Befehl des Königs! Wartet kurz. Weiter. Hey, schnell, runter vom Weg. Seid ihr lebensmüde? Ja, renn doch nicht weg. Orkan. Mann. Gehen wir über die Brücke. Außer euer Prophet hat ein Problem damit. Keine Sorge. Wir kriegen schon mit, wenn sein Leben in Gefahr ist. Rein in den Kanal. Sofort. Hä? Sofort. Keiner gehört. Wir sind sehr leise ins Wasser gesprungen. Laut dem SI-7 ist der Feind in der Nähe der Burg gesehen worden. Sie können nicht weit sein. Eure Wachsamkeit ist unser Schutz. Eine kleine Vorwarnung hätte nicht geschadet. Die war offensichtlich nicht nötig. Keine Unterbrechung mehr bis zu den Docks. Sag, wenn's losgehen kann. Los geht's. Bleib zusammen. Moment, wo sind die Wachen? Suhl ist relativ ruhig. Vielleicht ist es nix. Nun, nix ist es nicht. Ich habe sie gefunden, mein König. Ich bringe euch ihre Häute als Trophäen. Der alte Wolf hat uns gewittert. Wir müssen hier weg. Vorsicht! Halt ein klein bisschen stressig, dass wir das nochmal machen dürfen, aber... Das Schicksal meint nicht gut mit euch. Wir müssen Deckung suchen. Sieh an, das kann ich brauchen. Wir müssen zurück zu den Kanälen. Mir nach. Hier wollt ihr nicht weiter. Was denn nun schon wieder? Ich wusste, die Horde kann grausam sein. Rücksichtslos in ihrem Streben nach dem Sieg. Aber das ist Irrsinn. Ihr werdet hier sterben. Und ein namenloses Grab wird alles sein, was von euch bleibt.
Ein Kampf wäre ausweglos. Lauft! Das ist mal ein schöner Spell hier. Leeren Blitz. Man sollte meinen, eine Stadt aus Stein ist weniger entzündlich. Ihr seid echt ein grausamer Feind, Suhl. Ja, das Ding hat Ablenkzeit, okay. Fasst euch kurz. Achtung, die Vorzeigediplomatin der Allianz scheint diesmal keine Gefangenen zu machen. Sie blockiert unseren Fluchtweg! Hört auf zu gaffen und durchbrecht das Eis! Ihr werdet in dieser Stadt keinem mehr Leid zufügen! Sterbt, Hordenabschaum! Mein Loa erhört uns! Mächtiger Rezar, leiht mir eure Kraft! Ich kenne zwar keinen Rezan, aber ich schulde ihm meinen Dank. Hallo Jorege, hallo, alles gut bei dir? Ihre Streitkräfte müssen aus Lorde... Der sagt zündet halt alles an, ne? Wie überwinden wir so viele? Dafür wurde gesorgt. Seht selbst. Bin echt mal gespannt, wie das wird. Also, wenn das neue Addon kommt, habe ich natürlich direkt Bock zu zocken. Ja, Dragonflight und so. Aber das Ding ist halt, die ganzen Addons. Ja gut, also wenn der Pre-Patch kommt, dann muss ich ja nichts... Ja doch, da will ich eigentlich die Charaktere leveln. Weil ihr seht es hier schon, ich habe hier mein Interface gebastelt. Ich habe mich hier draufgesetzt, einen Rahmen gebaut, der zum Rest passt. Und das sollte dann noch weiter funktionieren, bitte. Und wenn der Pre-Patch kommt, möchte ich ja gerne noch 2 bis 3 Charaktere leveln. Mit dem Erfahrungsboost. Und das Ding ist halt... das geht ja dann nicht so easy, wenn die Addons nicht funktionieren, ne?
Dazu ist alles noch alles weiter an der Sack. Aber man sieht es ja schon, die ganze Stadt brennt ja gleich. Also, was mich dann doch so ein bisschen wundert ist, und vielleicht müsste ich das nochmal gucken, aber die hier, die Prinzessin Talani, wird ja von der Synchronsprecherin gesprochen, ich habe schon ein paar Mal erzählt, der eigentlich die auch Bart Simpson spricht und Hilary Swank und so weiter. Und dann war die zu Gast bei den Rocket Beans, die ja in zwei Formaten. Und da haben sie sich auch drüber geredet, zumindest in dem einen ein bisschen länger, über die Synchronsprechertätigkeit. Und ich glaube nicht, dass sie erwähnt hat, dass sie einen Videospielcharakter gesprochen hat. Die eine hat Tiny Tina gemacht. Die Lisa spricht auch die Tiny Tina. Das hat sie erwähnt. Aber ich glaube, die andere hat nicht erwähnt, dass sie im WoW eine Prinzessin gesprochen hat. Weil das hätte ja auch gepasst. Rocket Beans sind ja im Gaming-Bereich auch zu Hause, ne? Ganz klar. Bestimmt ein paar WoW-Spieler, die dann gesagt hätten, ach ja, genau, ne? Wartet ihr auf das oder sie hat's gesagt und ich hab's nicht gehört. Bei allem Respekt, wir verpassen unser Schiff. Nur nicht so voreilig. Ihr könnt uns überwältigen und vermutlich auch töten. Aber die Uhr tickt. Nein, das kann nicht sein. Mir scheint, die Hilfe von dem Magier mit euren Fähigkeiten käme gerade sehr gelegen. Das hier ist noch nicht vorbei. Wer euch ärgert, dem sollen die Loa beistehen, Zoe. Ich glaube, das Wort, das ihr sucht, ist Danke. Kommt. Wir segeln nach Suldasa. Nein, Zeiten ich habe Befehle, euch zum Kriegshäuptling zurückzuholen. So, und ich glaube, es gab da jetzt noch Sachen auf dem Schiff, die wir machen mussten. Bin mir nicht mehr so sicher. Die Allianzköter haben unsere Fährte verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Silvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. Mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht, und ich erhöre euch. Ich bring uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung. Kurs auf die Nebelbank.
Hebt die Segel! Wir haben keinen Wind! Wir laufen voll Wasser! Ich kenne das halt schon. Aber lass uns laufen. Ich muss da halt auch wieder meckern. Das ist ein AAA-Spiel, ja? Das ist jetzt das zweite Mal, wo... Vorhin bin ich ins Wasser gefallen, dann bin ich wieder aufgemountet worden. Das ist halt ein... Was heißt ein AAA-Spiel? Vielleicht grafisch in die Jahre gekommen. Aber immer noch von Blizzard supported mit einer monatlichen Gebühr. Bezahlt für World of Warcraft immer noch eine monatliche Gebühr. Das darf man nicht vergessen. Und dann finde ich, dann darf ich auch hier nicht stehen und dann kommt erst die Cutscene drüber und dann werde ich erst hier hingeführt. Das darf nicht passieren. Nicht für ein Spiel, was so weit verbreitet ist und so lange im Geschäft. Das ist einfach schlecht programmiert. Viel zu tun. Macht's kurz. Wir werden nicht lang allein sein, Champion. Es gibt was über mein Königreich, das ihr wissen solltet. Lauf! Sandra ist umgeben von Feinden, von innen und außen. Deswegen habe ich versucht, die Horde zu finden. Deshalb brauche ich euch, ihren größten Champion. Bluttrolle fallen von Norden ein und verschleppen unsere Leute in die Sümpfe von Nazmir. Keiner ist zurückgekehrt. Aber der Rat der Sandschuli mit seinen Intriganten und alten Knackern redet die Bedrohung klein. Die haben meinen Vater überzeugt, nichts zu tun. Ja, das haben wir letztes Mal gemacht mit Ikza. Die Bluttrolle, ne? Prinzessin. Ich war, als ihr gingt, sagtet ihr eurem Vater, ihr werdet die Welt entdecken. Nicht, dass ihr mit den Hunden der Horde verhandelt. Mein Vater ist zwar engstirnig, aber er ist echt aufmerksam. Wette, er weiß schon, dass ihr mich aus Sturmwind befreit habt. Zollt ihm einfach Respekt und lasst ihn reden. Dann schmeißt er euch hoffentlich nicht von der Pyramide. Ich finde, also da habe ich schon ein paar Mal drüber aufgeregt, ne? Als ich angefangen habe, World of Warcraft zu spielen, hieß es Stormwind, Ironforge und so weiter, ja? Da waren die Begriffe auch im Warcraft 3 bis heute noch. Die Stimmen, die die Figuren sagen, ja, also die Einheiten sagen, für Ironforge und so, ja, also das ist bis heute dann da drin. Nur im World of Warcraft musste es so plötzlich Sturmwind und Eisenschmiede heißen, um mal zwei grobe Übersetzungsschnitzer, die meines Erachtens gar nicht gehen, hier nochmal zu erwähnen. Jetzt kommt nämlich der Witz. Die Jugend, und da kann ich mich leider nicht mehr dazu zählen, vielleicht jung geblieben, die nehmen ja immer mehr so Ausdrücke wie aus dem Englischen, und da ist Cringe nur ein Beispiel, ja, aber die sagen ja so sicher wie safe. Das muss ich auch erst lernen, dass sie nicht den safe in der Wand meinen, sondern dass sie sicher sagen wollen, ja, und so weiter. Also es kommt immer mehr, dass immer mehr eingeenglischt wird. Und was macht WoW? Sie deutschen es wieder ein, also, ja. Und Eigennamen, die eigentlich hätten nie angepackt werden sollen, wurden dann angepackt, ne? Wo ist die Prinzessin hin? War ich zu weit?
Ja, Prinzessin, komm doch mit. Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein... Mein König, die Horde ist nur hier, um unsere Flotte für ihren untoten Kriegshäuptling zu stehlen. Dieser Champion hat der Macht von Sturmwind getrotzt, um Suhl und mich zu retten. Dafür hat er eine Audienz verdient. Genug. Ich entscheide, was mit dem Fremdling passiert. Jakrazet hat recht. Ihr braucht die Stärke unserer Flotte gegen die Allianz. Aber meine Tochter hat auch recht. Ihre Rettung hat echt Mut erfordert. Sowas bewundere ich. Talanji fürchtet, ich sehe nicht, wer wirklich unser Feind ist. Aber ich bin nicht so blind, wie sie denkt. Lasst uns sehen, ob die Horde sich bewährt. Bringt sie im großen Siegel unter. Sie sind meine Gäste. Vorerst. Nur Sandalari dürfen diese heiligen Hallen betreten. Das Gesetz ist eindeutig. Solange ich hier König bin, sag ich, was Gesetz ist. Das ganze Königreich schaut auf euch, Champion. Mit dem heutigen Tag ernenne ich euch zur Stimme der Horde. Zack. Es ist gut, der König zu sein. Was wollt ihr? Grüße. Ja, wir wählen das Gebiet noch aus und dann haben wir hier auch mal Mitsuni vorbereitet. Dann führt zum Questen hier. Ob ich hier nochmal viel queste? Mal gucken. Gucken, was ich morgen spiele und streame. Einfliegen lassen, ohne dass General Jakrazet was mitbekommen hat. Sie warten nur auf euer Kommando. Es ist schon ein mickriges Banner für so eine Riesenburg, ne? Oder was für so eine Riesenstadt? Ist ja keine Burg. Aber immerhin hängt's. Kommt, Champion. Ich führe euch rum. Es heißt, das große Siegel ist eins der wenigen Dinge im Land, die älter sind als das Imperium der Sandalari. Prinzessin Talanji war so freundlich, Vater uns über ein altes Portalnetzwerk zu informieren, das wir vielleicht benutzen können. Für die Horde! Oh, ihr hallo. Findet euren nachtgeborenen Freund in der Halle der uralten Pfade. Seht euch das bitte näher Sucht an. Mich auf, wir werden Nachschublinien zu den Hauptstädten der Horde brauchen. Champion, ihr genießt offenbar immer mehr Vertrauen bei den Sandalari. Ich muss mich nun anderen Pflichten widmen. Viel Glück. Viel zu tun. Macht's kurz. So, und schon bin ich nicht mehr in meiner eigenen Instanz hier. Was haben wir denn alles gemacht? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe, glaube ich... Ach ja, also wo jetzt questen? Wo jetzt questen? Ich habe, glaube ich, mit meinem Mage hier gequestet. In Suldazar. Und dann ging's, glaube ich, mit einem Schiff... noch woanders hin. Mich recht entsinne. Ich habe in Nasmir gequestet mit Ikza. Da möchte ich jetzt nicht nochmal hin. Das war ganz solide, aber ja. Und in Voldun habe ich gequestet, auch mit meinem Mage, weil ich wollte ja die Vulpera freischalten, was ich ja getan habe. Das heißt, ich würde jetzt nochmal zu Suldazar hin. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Die Sandalari scheinen mich nicht besonders zu mögen. Okay, also es schadet ja nichts, grundsätzlich mal so 1, 2, 3 Quests anzunehmen. Da ist noch eine Quest, da unten ist noch eine Quest. Und dadurch, dass ich mich ja quasi jetzt schon entschieden habe, sind wir jetzt auch eigentlich hier schon durch.
Aber ich kann mit der. Ich muss jetzt wieder. Also der bei den Dogs. Ich erinnere mich dunkel. Jetzt muss ich nach oben. Wird mir trotzdem hier angezeigt, aber das ist oben drüber. Nehmen wir den Aufzug wieder für hoch, der war doch hier drüben. Dadurch, dass ich das Addon halt nie aktiv gespielt habe. Kenne ich mich natürlich auch nicht so ganz aus. Mit hier, wo man rumlaufen muss. Wenn das hier immer so der Knotenpunkt war, wo man sich immer gesammelt hat. Hauptstadttechnisch, ich weiß es nicht. Dann, ja, kennen die Leute das innen auswendig, die hier gespielt haben. Hier gibt's auch nochmal gleich ein paar Quests, ja. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Was wollt ihr von der Krone? Das ist eure Schuld, Prophet. Also kümmert der euch Pödel drum. Sollte huldigen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Aber ich hab vorhergesehen, dass Voljamba nicht durch meine Hand stirbt. Dann nehmt unseren neuen Sprecher mit. Problem gelöst. Ah, ja. Hat sich als nützlich erwiesen. Ja gut, ich war halt damals Mage mit der Feder, ne? Ich bin gerade am Überlegen, ich kann das ja nachgucken. Habe ich damals mit meinem Mage, als ich gelevelt habe? Hier, das habe ich glaube ich auch aufgezeichnet gehabt. Naja. Habe ich da damals weiter gequestet, als dass ich hätte müssen? Weil ich glaube, ich habe wesentlich mehr gelevelt bis 50. Ich habe hier viel gequestet. Und dann sind wir, glaube ich, mit einem Schiff. Gute Frage, sind wir hier rüber gesegelt? Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich. Aber ich glaube, wir sind irgendwo rüber gesegelt. Keiner nur hier drüben gewesen. Hier nicht. Nee, nee. War ich Pandaria mit dem Held? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich muss doch mit der in Pandaria gespielt haben. Oder habe ich... Bin gerade... Muss doch irgendwas von Pandaria aufgedeckt haben. Krass, habe ich da auch nur Mage gespielt. Ich hätte aber schwören... Das ist... Oh nein, das ist aber für alle aufgedeckt. Also entweder ist das hier buggt. Keine Ahnung. Östliche Königreiche. Ja, gut, da kann ich ja nicht. Aber hier war ich? Beerte Inseln hat aber auch gepasst zum Aufdecken her, ja, ne? Kalimdor müsste ich ein bisschen mehr aufgedeckt haben. Hat da aber nicht. Naja. Gut, mit meinem Mage bin ich am meisten rumgekommen. Ist klar. Gut, wir sind hier unten. Ich wollte noch ein, zwei Quests annehmen. Wo geht's hier denn eigentlich runter? Ah ja. Tempel ist das bessere Wort, nicht Burg. Schon schön designt. Ich meine, sah so ein bisschen trollmäßig, so an die Inkas angelehnt und so. Es ist halt nicht meins. Ja, ich kann akzeptieren, dass hier viel Liebe ins Detail geflossen ist, auch gerade hier so die. Das verstehe ich schon. Und das kann ich auch durchaus wertschätzen, aber trotzdem ist mir halt. Ja, so Troll-Sachen halt sind halt in dem Spiel nicht meins, ne? Bin ja auch kein Troll, gefällt mir alles nicht. Okay. Ach so. Unten drin müssen wir in den Keller, oder was? Oh,
allem auch diese immer brennenden Fackeln. Berufe hier unten. Also aber auch ziemlich nervig. Gut, wenn du hier fliegen kannst, dann ist egal, ja? Wenn du dir Fliegen hier freigeschaltet hast, was wir natürlich nicht haben. Wenn du fliegen kannst, dann steigst du auf deinen Mount, fliegst da hin und fertig. Wenn du aber kein Fliegen hast, ist es halt schon ziemlich nervig, überall immer hinzukommen. Ne? Da ist die Quest. Die Abendwelt. Gottmeister. Zeit ist Geld. Okay. Vor allem MK1. Mit der zerschlissenen Hose. Habe ich eine zerschlissene Hose bekommen? Oh ja. Redet mit mir. Kommt bald wieder. Wow. Der Erfolg schrottreif. Really? Okay. Aber war hier nicht noch eine Quest zum Annehmen? Also offensichtlich nicht. Ist schon sehr groß, die Stadt. Ist die Kriegskampagne, genau. Nee, da oben ist nur noch eine, ist klar. Gut, nee, dann gehen wir jetzt dahin, dass es wieder... Ich habe nicht mal mehr ein Level gemacht, ne? Das ist schon ein bisschen bitter. Ja, weil wir wenig getan haben, aber so sind wir jetzt zumindest mal vorbereitet. Vielleicht kann ich oben noch ein klein bisschen Schrott verkaufen. Muss nur erstmal wieder hoch. Weil ich habe ja noch... Was ist das hier denn? So, okay. Komme ich ja auch zur Bank. Also Wildvogeleier und so Quatsch. Benutzt das Fass. 25 Kupplungen erreicht. Ja, auch das ist natürlich alter Kunde. Was ist das? Die U. Bin ich jetzt eins zu hoch? Nee. So, ich brauche irgendeinen Händler. Der mir was abkauft. Oder repariert. Oder beides. Ihr sucht doch etwas. Gemischtwaren. Der Klassiker. Also, wir verkaufen mal das hier. Benutzen Köderangel. Ja, so Angelsachen ist okay. Um einen Baum zu verwandeln. Natürlich beim Angeln. Weiß mal weg. Wir verkaufen es. Was ist das hier? Mana wieder her. Gesundheit. Ach, ich nutze es doch eh nicht. Milchreis. Nee, Gesundheit. 2200, das ist ja nix. So, was haben wir hier noch? Irgendwelche Zähne. Traumlaub. Boah. Ich glaube, sowas kann man mal, wenn man es noch irgendwann mal braucht, nochmal. Aber so Wildvogeleier braucht kein Mensch. Das ist Bärensteak. Alleyblut ist, glaube ich, wichtig gewesen. Und das Blut von Sergeras auch. Na ja gut, das muss ich jetzt aufheben. Das kann natürlich für Questgegenstände sein. Da haben wir noch eine Tasche zu viel. Das ist ein Luxus. War eher gut. 22er Tasche haben wir zu viel. Komm auf die Bank packen. Was ein Luxus.
benutzen auf Ex. Destillat der roten Magie. Nee. Das sieht so aus, als geht das aber immer. Hat 30 Minuten Abklingzeit, ja, ja. Champion-Rüstung. Erhöht die Erfolgschance von Missionen, die länger als... Ah. Okay, was haben wir unten noch? Verschiedenes. Außerhalb auf Bundesbank. Ja, ich wollte gerade sagen, das können wir auch verkaufen. Auch ein Dalaran-Ruhestein. Flugpfeife. Möge eure Klinge okay. So, war hier nicht irgendwo eine Bank? Da hinten oder so? Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Das ist alles, was der Charakter auf der Bank hat, oder was? Wollt ihr was? Mögen die Loa euch Glück bringen. Kaum zu glauben, oder? Ein paar Waffen können wir mit uns rumschleppen. Ein Baum. Mein Gott, wir haben ja genügend Plätze gerade frei. Können wir ruhig ein bisschen Crap mit uns rumschleppen. Das kann noch rein. Haben wir ein klein bisschen aufgeräumt. Ja, nicht so 100%. Und ich würde ja sagen, morgen fange ich früher an zu streamen. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Heute war es auch wieder 20.30 Uhr. Aber ich habe so ein bisschen die Zeit für mich gebraucht. Der Tag gestern war sehr anstrengend. Der Sonntag. Weil wenn ich noch auf ein Konzert gehe, auf das ich war bei einem Ärztekonzert. Und der Sonntag ist eigentlich mein Faulenzer-Tag. Mit ein bisschen streamen abends und tagsüber Wäsche und die Wohnung aufräumen. Jetzt so bin ich aufgestanden, habe ein klein wenig Wäsche gemacht und dann auf zum Konzert und bin dann erst nachts um eins vom Parkplatz runter. Das war hart. Und dann bin ich halt auch dementsprechend spät ins Bett. Und heute ging es auf der Arbeit, aber ich werde jetzt auch heute früh ins Bett gehen. Deswegen ist das alles so ein bisschen, ja, meh. Ja, normalerweise streame ich und spiele ich gerne länger. Und habe auch jetzt heute Bock gehabt, noch was zu spielen, aber trotzdem deswegen spät angefangen, weil der Tag recht lang war. Gestern. Und ereignisreich. Ja, schönes Konzert, das ist nicht das Ding. Ja, und deswegen gucke ich mal, wie wir die Woche vielleicht nochmal zu Sea of Thieves kommen. Da frage ich nochmal an die Kollegen. Immer ja mit denen ich ja gerne zusammen zocke, da wird es auch wieder besser. Und ich versuche nicht so grumpy zu sein, wenn es mal schief läuft. Und dann gucken wir mal, was wir dann morgen noch spielen oder streamen. Bisher ist nur geplant, Samstags bin ich weg. Ansonsten eigentlich jeden Tag, wir gucken mal, ja. Ich hab ja Bock hier, es ist ja so ein bisschen mein Hobby. Ja, und wir haben jetzt zumindest mal Mizuni, haben wir ja soweit fertig gekriegt. Ich kann jetzt auch wieder weiter doppelte Erfahrung sammeln, aber die war eh ziemlich voll. Mit dieser Ruhe XP. Kann sie jetzt zumindest wieder den Rest wieder auffüllen. Und dann haben wir hier ein paar Quests, die auf uns warten. Erstens ein paar in der Stadt. Die war ich auch ganz nett waren, wenn ich mich recht entsinne. Und dann geht es ja auch schon in die verschiedenen Gebiete, wo wir noch ein bisschen was machen können. Ich glaube, hier oben würde ich mich erstmal rumquesten wollen. Oder vielleicht hier rüber oder so. Mal gucken, was das Spiel uns machen lässt und hinführt. X-Kampagne würde ich jetzt erstmal ausklammern wollen. Aber wir gucken mal. Ja, wir machen erstmal die drei. Und dann geht es hier langsam Richtung Stufe 50.
Und dann hätte ich, und ich logge mich jetzt schon mal aus, bevor ich hier die Abmoderation mache. Genau, dann habe ich 3 Charaktere, dann auf 50. Ikza, meinen Krieger. Mitsuni, die Priesterin. Und Angry Angel auf 50. Und die werden dann was für den Pre-Patch dann in der Reihenfolge auf 60 zu spielen, wenn es easy ginge und ich nicht nochmal diese ganze Vorquests machen müsste. Da habe ich nämlich keinen Bock. Der Schlund war... Jo, und dann beim neuen Addon schauen wir mal. Dann wird es wahrscheinlich wieder erstmal meine Magierin werden, ne? Die ich halt immer noch am meisten mag. Und dann mal schauen, auf was ich Lust hätte. Aber so hätte ich dann schon welche auf 60. Und ich kriege ja auch noch einen 60er Boost geschenkt. Da könnte ich auch noch einen Charakter auf 60 boosten. Aber ja, Jäger hätte ich ja jetzt quasi den Sylvanas-Verschnitt. Deswegen bräuchten wir den jetzt nicht unbedingt pushen. Ich brauche keine 2 Jäger. Wobei, ihr könnt sagen, eine mit Pet, eine ohne, aber was soll der Geiz, ne? Schurke wäre der Schlitzfuchs. Schurke war nie ganz so meins. Dämonenjägerin. Dämonenjägerin wäre echt eine Idee. Dämonenjägerin wäre, glaube ich, echt eine Idee. Oder halt auf alle Seiten ein Char. Ja. Dämonenjägerin wäre echt eine Idee. Weil da hätte ich auch mal Bock drauf. Druide. Auf Vorderseite gefällt mir keine Rasse, die einen Druiden spielt. Paladin war auch nie so meins. Todesritter auch nicht wirklich. Hexenmeister. Pff, ja, nee. Ah, holt mir auch nie ab. Genauso wenig wie Schamane wollen, hätten wir oben noch den Blitzfuchs. Sehen die nicht gleich aus? Warum sehen die nicht gleich aus? Weil der schon in Okrima steht und der noch nicht und der nur erstellt ist. Und wenn der in Okrima drin war, kriegt er ein Hemd oder was? Muss mal einer verstehen. Ja, und Krieger habe ich ja. Das war, glaube ich, auch nur mal Krieger erstellt. Weil ich dachte, komm. Hast du die Blutelfen gerne, warum nimmst du nicht mal Krieger? Blutelfe, aber mir hat einfach der Untote besser gefallen. Ja. Gut. Morgen geht's ja weiter. Mal gucken, mit was. Ich lasse mich selbst überraschen, was ich zocke und streame. Aber hier an dieser Stelle ist jetzt Schluss für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.